So, ein neues Video zu unseren Epochen. Ihr seht schon, ich drehe heute mehrere, ich habe immer das selber an. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Heute soll es um die Nachkriegsliteratur gehen. Das war eine der Epochen, die ich zur Verfügung gestellt hatte auf unserer Umfrage bei Facebook und auch eine, die mehrere Male angeklickt wurde. So, zuerst mal zum Thema Nachkriegsliteratur. Nachkriegsliteratur ist eigentlich ein sehr weit gefasster Begriff, weil er zum einen die Trümmerliteratur beinhaltet und die sogenannte Kahlschlagliteratur. Das heißt, Trümmerliteratur ist Literatur, die sich damit beschäftigt, welche Situation eben wirklich nach dem Krieg herrscht. Also man lebt so in den Trümmern des Krieges, in dem, was der Krieg verursacht hat, und beschreibt in der Literatur eben diese Zustände. Und die Kahlschlagliteratur heißt eben auch, dass so eine Art Strich gezogen wird, also ein Kahlschlag wird gemacht. Man fängt von vorne an und beschreibt eben die Situation, wie sie jetzt nun mal ist, und sieht aber so mehr nach vorne. Ich sage wie immer erstmal was zum Zeitrahmen. Die Nachkriegsliteratur ist, wie der Name schon sagt, die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, also ungefähr ab 45, ne? Und dann, bis wann es geht, ist so ein wieder fließender Begriff, wie ich es ja immer sage bei den Epochen. Richtig nach dem Krieg ist eben, würde man sagen, vielleicht bis 1950, aber es gibt danach auch noch wichtige Werke, die auch zur Nachkriegsliteratur gezählt werden. Zum historischen Hintergrund: Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Und in der Potsdamer Konferenz, jetzt ein bisschen geschichtlich wieder, 1945 beschlossen dann eben die Alliierten auch die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen und eben in die Berliner Sektoren. Die Alliierten sind, wie ihr wahrscheinlich wisst, die sowjetische, die englische, die amerikanische und die französischen Besatzer, damit der Satz ein ordentliches Ende hat. Und beschlossen eben auch über die Entwaffnung, Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands. Am 7. Oktober 1949 trat dann die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft, am 7. September die der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, kurz nach dem Krieg folgte dann eben mit der russischen Besatzungszone auf der einen Seite und den anderen drei Besatzungen eben auch die Teilung Deutschlands. Also so ein beginnender Prozess war auf jeden Fall schon da. Und mit den beiden Verfassungen war eben auch schon so eine politische Teilung Deutschlands vollzogen. Nachkriegsliteratur ist eben eine sehr gespaltene Literatur, wie ich den Begriff eben auch schon erklärt habe. Und zwar geht es eben um viele verschiedene Sachen. Einmal darum, diese NS-Zeit zu bewältigen, zu erklären, zu verarbeiten. Auch darum zu betiteln, dass eben auch sehr viel Verdrängung in der Bevölkerung stattfindet. Viele der Deutschen hatten ja Anteil an dem, was innerhalb der NS-Zeit passiert ist. Aber wenige haben diese Verantwortung auch angenommen. Und ja, das ist eins der großen Themen. Und natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Leuten, die aus dem Krieg wiederkamen. Also Krieg ist ja, auch wenn man auf der Verliererseite gekämpft hat, eine persönliche und schlimme, traumatische Erfahrung. Und auch die Erfahrung von der Soldaten, was man dann Heimkehrliteratur nennt, findet man natürlich in literarischen Werken wieder, zum Beispiel bei Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert, der selber auch Soldat im Krieg war und im Krieg auch verletzt wurde, glaube ich, und dann auch sehr jung starb. Im Zuge der Verarbeitung der Literatur nach dem Krieg gründete sich zunächst mal die Gruppe 47, und zwar im Jahre 47, wie man schon am Namen hört. Und in diesem Netzwerk versammelten sich Autoren und Verleger einmal jährlich für 3 Tage und auf Lesungen von Autoren, die wirklich dann später auch sehr viel Berühmtheit erlangten, wurden so
wurde Literatur ausgetauscht im weitesten Sinne, also Gedichte vorgetragen, Lesungen fanden statt über Themen, die eben die Leute 1947 beschäftigten. Und zu den Autoren, die dieser Gruppe angehörten, zählen vor allem, also ich sag mal ein paar wichtige Namen, Ilse Eichinger kennt, glaube ich, jeder, Ingeborg Bachmann, nach der eben auch der Bachmann-Preis benannt ist, Heinrich Böll, Paul Celan, Günter Eich, Günter Grass, Wolf Dietrich Schnurre und zum Beispiel Martin Walser. Alles sehr bekannte Autoren, die auch auf vielen Gebieten der Literatur, also nicht nur bei der Lyrik, sondern auch bei Prosa oder Dramen sehr erfolgreich später waren. Bei der Nachkriegsliteratur findet man viele verschiedene Strömungen und auch viele verschiedene Gattungen. Das heißt, Lyrik, Prosa und Drama sind so gleichwertig wichtig. Es ist oft in anderen Epochen nicht so, oft wird da eine Gattung bevorzugt, aber nach dem Krieg waren alle drei Gattungen sehr stark vertreten. Die Lyrik ist aber an erster Stelle zu nennen, weil viele Autoren sich dazu entschieden, oder viele Autoren es so empfanden, dass Lyrik das beste Ausdrucksmittel war, um ihre Empfindungen und ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Und viele dieser Nachkriegsgedichte haben auch so eine sehr besondere Wirkung, würde ich mal sagen. Ich werde euch mal eins dieser Gedichte, die sich mit dem Holocaust beschäftigt, von Paul Celan, die Todesfuge, unten verlinken. Da gibt es eine Lesung vom Autor persönlich, also Paul Celan, wie er sein Gedicht liest. Und ich glaube, das ist so ein Gedicht, was an keinem, der das hört oder der das liest, spurlos vorbeigeht, weil es wirklich einen sehr tief berührt. Vom Thema her und auch von der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Dann bei der zweiten Gattung, Prosa, ist vor allem die Kurzgeschichte zu nennen, die sich großer Beliebtheit erfreute. Vor allem bei Autoren wie Wolf Dietrich Schnurre oder auch Borchardt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Die fanden eben, dass man in Kurzgeschichten in einer überschaubaren Form, also normalerweise sind es so nicht mehr als 5 DIN A4 Seiten, so den Ausschnitt oder den Raum so einer Handlung zeigen, also sozusagen einen Fokus auf ein kurzes Geschehen lenken konnte, was aber sehr viel Bedeutung in sich trägt. Dafür ist eben die Kurzgeschichte gut geeignet. Man erzählt nicht vorher lange was, also es gibt keine lange Einleitung. Man ist so gleich in medias res, also gleich in der Geschichte drin. Und es gibt auch nicht unbedingt einen Schluss. Oft haben ja Kurzgeschichten offene Ende. Offene Enden. So, also es geht vor allem darum, dass man so einen bestimmten Lebensabschnitt, eine bestimmte Situation sich genau anguckt und dann nachempfinden kann, wie es den Personen da ging oder welche Gedanken man sich eben in so einer Situation nach dem Krieg macht. Wichtige Kurzgeschichten, die man da nennen kann, ist zum Beispiel die Küchenuhr von Borchardt. Ein wichtiges, episches, längeres Werk ist zum Beispiel von Wolfgang Köppen. Da gibt es eine Trilogie. Und einer der Romane heißt Tauben im Gras. Und dort experimentiert Köppen eben mit einer Methode, die nennt sich Stream of Consciousness, also Gedankenfluss. Das heißt, man liest sozusagen mit, wie was die Personen denken, und manchmal geht es einfach von einer Person in die andere über. Ist sehr interessant, am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen, aber die meisten Schüler mögen das nach einer Weise. Also da geht es dann so sehr experimentierfreudig zu, ne, in der Prosa. So, zum Drama der Nachkriegszeit. Da kann man unterscheiden zwischen dem ehemaligen Ostdeutschland und dem Westdeutschland. Während im Osten vor allem so ehemalige Exil-Dramatiker Zuflucht fanden und dort auch Publikum fanden, wurden im Westen am Anfang wieder so aufklärerische Stücke und also ältere Stücke, zum Beispiel von Lessing oder von Goethe, wieder aufgeführt. Und dann so zunehmend entstanden dann Theaterstücke von eben zum Beispiel Borchardt, Draußen vor der Tür, was ich vorhin erwähnt hatte, das war 1947, und Zuckmeyers Das Teufelsgeneral von 1946, die sich, also Draußen vor der Tür, eben mit so einer Heimkehrersituation beschäftigen, also ein Mann, der aus dem Krieg wiederkommt und nichts ist mehr so, wie er es in Erinnerung hatte, und alles hat sich verändert, seine Frau ist nicht mehr so, wie sie mal war, und er irrt so durch Hamburg und fühlt sich sehr verloren, so als Wiederkehrer.
Und bei Des Teufels General geht es um den Widerstand im Allgemeinen. Also so um den, wie sagt man, geheimen Widerstand. Und das Buch wurde auch verfilmt. Das Drama wurde auch verfilmt, besser. Und es ist halt eine ganz andere Thematik. Man setzt sich da ganz anders mit dem Krieg auseinander, mit dem, was man eigentlich hätte tun können. Also wozu hatte man die Macht, wo hätte man eingreifen können, wo hätte man helfen können. Darum geht es in dem Stück. Dann gibt es noch einen besonderen Autor, den man da erwähnen kann, muss, und zwar Bertolt Brecht, dessen Einreise eben in Westdeutschland verweigert wurde. Er ist dann nach Ostdeutschland gegangen und hat dort das Berliner Ensemble gegründet. Und so Stücke wie Mutter Courage wurden dann zum Beispiel im Berliner Ensembles erstmals uraufgeführt. Und ja, Brecht ist ein ganz eigenes Thema. Da geht es halt ums epische Theater und so. Das ist ein anderes Video. Ich wollte nur kurz erwähnt haben. Inventur ist ein Gedicht von Günter Eich. Es entstand ausgehend von seinen Erfahrungen im Kriegsgefangenenlager 1945-46. Das heißt, er war selber in Kriegsgefangenschaft und wurde erstmals 1947 publiziert, also veröffentlicht, als er wieder in Deutschland war. Das Gedicht handelt unmittelbar von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Krieg war verloren und Soldaten kamen eben in so Kriegsgefangenenlager. Und in dem Gedicht geht es darum, dass er so aufzählt, welche Habseligkeiten er noch hat, also was noch in seinem Besitz ist. Er fängt eben an mit Mütze, Mantel, Rasierzeug, einem Beutel aus Leinen und geht dann eben weiter. Da erzählt davon, dass zum Beispiel in seinem Brotbeutel nichts zu essen ist, sondern Socken, ne? Und einiges, was er nicht verrät, also noch irgendwas Geheimnisvolles. Was eben auffällt bei den Sachen, erzählt so nach und nach die Sachen auf, die er noch hat. Aber die Sachen, die wirklich Wert für ihn haben, sind zum Beispiel die Konservenbüchse, in die er mit einem kostbaren Nagel, weil es sozusagen ein Schreibinstrument ist, seinen Namen reingeritzt hat. Und die Bleistiftmine, die er hat, mit der er eben seine Erinnerungen und seine Gedanken aufschreibt. Und zum Schluss geht er dann wieder über zu Gegenständen, die er so hat, also seinem Handtuch und seinen Zwirn. Und man sieht eben, dass er erstmal im Besitz von sehr wenigen Sachen ist, also nur das Nötigste, ne? Und die Sachen, die für ihn wirklich einen Wert besitzen, sind Sa Sachen, die mit seiner Identität zu tun haben. Also einmal der Name auf seiner Konservenbüchse, damit man sich überhaupt im Krieg, ist es ja so ein, man verliert ja seine Identität. Man ist so einer unter vielen. Man wird nur so als Nummer gesehen. Also deine Persönlichkeit ist nicht wichtig, sondern nur deine politische Gesinnung und auf welcher Seite du gekämpft hast. Und hier sind eben die Sachen, die so seine Identität ausmachen. Das, wo sein Name draufsteht und die Bleistiftmine, mit der er eben seine Gedanken aufschreibt. Das sind die Sachen, die für ihn eben einen Wert haben. Ist ein Gedicht, in dem noch viel mehr drinsteckt, aber ich wollte es als Beispiel für die Nachkriegslyrik hier mal kurz besprochen haben. Ich stelle euch das Gedicht wie immer auf dem Blog. Dort könnt ihr nochmal nachlesen, falls ihr zu irgendeinem bestimmten Stück oder Roman oder Gedicht noch Informationen haben wollt, dann lasst mir einfach in den Kommentaren einen Hinweis darauf. So, ich hoffe, das hat euch etwas geholfen. Ich weiß, diese Epochenvideos sind ein bisschen, sie kommen mir manchmal ein bisschen oberflächlich vor, weil man eigentlich zu bestimmten Stücken oder bestimmten Gedichten oder so immer noch viel mehr sagen kann. Aber wenn man sich Epochen anguckt, dann sind es eben immer so literarische Strömungen, also viele, 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 viele Arten von Literatur, die so zusammengefasst werden unter einer Kapsel, die natürlich aber trotzdem in sich sehr weit gefächert sind. Und deswegen ist es immer so ein bisschen unbefriedigend für mich und ich habe immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas oder habe irgendwas Wichtiges nicht gesagt. Deswegen ist es auch okay, wenn ihr unten so gerne noch Kommentare hinschreibt oder irgendwas, was ich vergessen habe. Das ist für die anderen, die sich die durchlesen, immer sehr hilfreich. Und ich bedanke mich auch bei denen, die das regelmäßig machen und mich verbessern und ergänzen. Das ist super und sehr gut. Ja? Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat geholfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!